Klar, das findest du erst heraus, wenn, wenn wir das gelöst haben, ne? Nicht, wenn du sie anfasst, ne, ne. Vielleicht einfach mal ihn hier fragen. Und dann. Da dumm, die Damm, die Damm, ganz schön viel Arbeit, was? Ah, wenn das nicht der Architekt ist. Befindet sich unter Ihren Gerätschaften vielleicht ein Werkzeug, um Metall zu brechen? Ja, ich verfüge tatsächlich über ein seltenes Werkzeug, das dafür entwickelt wurde. Könnten Sie es mir leihen? Natürlich. Es liegt dort drüben. Eine Säge mit Diamantblatt aus Südafrika. Schneidet den härtesten Stahl wie Butter. Und es gibt auf der ganzen Welt nur drei Exemplare davon. Grundgütiger! Ich kann sie nicht finden. Es war sehr unvorsichtig, sie offen herumliegen zu lassen. Ich habe sie erst letzte Nacht bekommen und mir fehlte die Kombination für den Tresor. Dort wollte ich sie hinterlegen. Als die Arbeiter gingen, war sie noch da und ich wollte sie mit nach Hause nehmen. Meine Güte, wo kann sie nur sein? Dann werde ich wohl mit etwas anderem vorlieb nehmen müssen. Danke. Aber schon alle Assin Le Peur. Wie wir das jetzt machen. Ja, Mr. Holmes? Dann werde ich wohl mit etwas anderem. Ist hier vielleicht irgendwas Passendes? Sagen Sie, Watson, laufen Sie immer mit einem Hammer durch die Gegend? Wollen Sie damit Lupins Kniereflexe testen? Nein, Holmes, ich brauche ihn. Ich glaube, ich brauche ihn nötiger als Sie. Gewiss, gewiss. Hier, nehmen Sie. Aber ich muss ihn wieder. Später, Watson. Es ist die einzige Möglichkeit. Ich hoffe, ich beschädige nicht das Papier, das ich im Inneren vermute. Und in der Bibliothek, um in der Bibliothek ein Buch aufzuspüren, muss man die richtigen Abteilungen wählen. Danach die Regale, die dorthin führen, und von links nach rechts die Unterteilungen zählen. Du findest auf der ägyptischen Stele eine falsche Hieroglyphe, die auf den Anfang deutet. Und den Rest entdecken, erneut meine Zähle von links nach rechts, runter und drauf. Na, hat's geläutet? Wie viel? Das ist jetzt 10. Wie viel haben wir davon? Warte mal. 10 sind wir. Wir haben 12. 12. Eine ägyptische Stele finden. Wie ist es aber auch, ne? Rennst du in die Gegend, ägyptische Stele? Ja gut, da weiß ich, wo die ist. Also, ne? Man rennt hier irgendwie 3 Jahre Kürzes durchs Museum. Ich meine, gut. Nun ist es aber auch so, dass, naja, wenn man länger braucht, mein klar, wenn ihr Rätsel alle kennt, dann geht's auch relativ schnell. Was glauben Sie, Holmes? Dass du schuld bist, dass aus den Lippen reinkommen. Da die Ägypter kein Latein konnten, stammt der Buchstabe E wohl von Lupin. Von der ägyptischen Stele hat Lupin ein E markiert. Es befindet sich auch in der 8. Zeile von unten und der 9. Spalte von links. Achso, und damit muss ich jetzt den nächsten Brief finden. Okay. Ach, danke. Muss ich mal selbst tun hier. Danke, wie nett. Dieses Blatt ist etwas älter als die Bücher. Musik, was? Es ist eine Partitur. Die Melodie hat sicher eine Bedeutung. Höchstwahrscheinlich ist es ein bekanntes Lied.
ich brauche den Rat eines Experten. Wenn ich Sie nochmals stören dürfte. Selbstverständlich. Musik scheint Ihnen viel zu bedeuten. Können Sie meinen logischen Verstand mit Ihrem musischen Wissen erleuchten? Nein, tut mir leid. Mein Wissen erstreckt sich auf die Lyrik traditioneller wie populärer Musik. Aber ich kann keine Noten lesen. Ich meine, ich könnte eine Mozart-Partitur nicht von einem Puddingrezept unterscheiden. Ich muss Ihnen die Melodie irgendwie vorspielen. Soll ich machen, jetzt eine Flöte bauen oder wie? Vielleicht, wenn ich Watson frage, ob er uns die Geige holt. Geht das? Was glauben Sie, Holmes? Nein. Haben wir irgendwo ein Musikinstrument? Ich weiß es gar nicht. Ich habe bis jetzt noch keins gesehen, aber ab drauf noch nicht geachtet. Okay. Ist hier für irgendwas? Nein. Mit diesem Werkzeug wird es funktionieren. Okay. Dann spielen wir ein bisschen Musik. Mal schauen, wie es wird. Das Elfe schon. Ah, gut. Okay. Hören Sie zu. Zurück, 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 woher ihr kamt. Zurück, 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 woher ihr kamt. Erkennen Sie diese Musik? Ja, ich erinnere mich. Das Lied stammt von einem Quartett, das leider nicht sehr erfolgreich war. Ach, das lag wohl unter anderem an ihren Frisuren. Ein bisschen zu avantgardistisch, aber ich fand sie großartig. Mhm. Kennen Sie den Namen des Quartetts oder wissen Sie, wie das Lied heißt? Es heißt Rückkehr, gesungen von den Skarabäen. Rückkehr... Die Skarabäen. Danke. Kehren Sie schnell zurück. Was gibt es, Mr. Holmes? Rückkehr. Kehren Sie schnell zurück. Rückkehr. Ich muss einen Fehler gemacht haben.
Ich muss einen Fehler gemacht. Ach so, ich muss es nicht eingeben. Was soll ich? Ich hatte jetzt falsch geschrieben. Okay. Deswegen habe ich eben geguckt. Aber gut, dann müssen wir wieder durch die Gegend laufen. Also. Ja, laufen wir weiter durch die Gegend. Okay. Hallo Jungs, na? Da ist ein Stück Putz mit Schuhcreme dunkel gefärbt und einer Nachricht darin. Warst du schnell? Herrscht draußen noch Nacht, doch erst die Sonne, das Museum hell macht. Ihr Hofstaat ist da, uns lädt jeden ein zum Tanz, doch lass dabei das Zählen nicht sein. Den Schlüssel gedreht, die Musik soll erklingen, sieh das, was sie um ihren Sternkönig schwingen. Muss zielen die Runden auf ihren Bahnen, doch sie sind sehr schnell und wie kann man erahnen? Zählt man sie zusammen, gibt man besser Acht, der kleine Weiße gleich zwei Drehungen macht. Nimm dann den blauen Planeten, auf dem wir rotieren, quartiere deine Drehungen, um sie mit 2 zu multiplizieren. Erstelle das Produkt bei der Zahlen, zähl 1000 dazu, das macht es gleich rund. Wenn das geschafft, und du weißt, was zu tun, dann los, du hast keine Zeit auszuruhen. Ich muss etwas finden, das der Beschreibung aus dem Gedicht entspricht. Ich meine, das habe ich auch schon mal gefunden. Das ist dieses Sonnensystem. Hätten sie die Tür nicht irgendwie dahin bauen können, dass man quer gehen kann? Und nicht immer eine ganze nur einmal rumlaufen muss. Ich meine, wäre ja nur eine Idee. Genau. Meine Güte, ich muss die Anzahl der Umdrehungen, die jeder einzelne Planet macht, zählen und die Rechnung anhand von Lupins Gedicht machen. Was für ein Ideenreichtum. Wie bitte? Eins. 2. Drei, ne? 3. Achso, kann ich die Anzahl klicken? Achso. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Okay, weil muss ich mal aufschreiben, ne?
jetzt geht das große Planetenszene los, da wie auch Leute. So später Stunde noch hier Mathematik, ey. So. Jetzt soll der Matheheft raus, wir machen jetzt hier Mathematik. So. Zusammen schreiben wir jetzt Planeten. Name, Klasse, Datum, Planeten. Genau. Und ja, es macht jemand falsch. Planeten. Der braune Planet. Wie oft dreht er? Richtig, 6 Mal. Gut gemacht. Das ist braun oder grau? Das ist so ein graues Viech. Ich nenne einfach die Erde. E. Oh, rot ist doof. Rune. Dann schreibe ich es aus. Warte. Gut. Ach so, er schreibt. Nee, dann sollten wir die Planetennamen nehmen. Upsala, dann nehmen wir die Planetennamen. Das ist dann doch besser. So. Kann ich die auch drehen? Ah, okay, nein. Ja, gut, nein, aufhören. Meine Güte, ich muss die an. Ah, okay, Merkur. Machen wir Merkur. Merkur sind 6. Venus. Hä? Ah, jetzt. Ja. Drei ist die Erde und 13 der Mond. Okay. Viermal der Mars.
zweimal. Saturn. Einmal. Okay, das habe ich gemacht. Zieht man die zusammen, gibt man besser 8. Der kleine Weiße gleich 2 Umdrehungen macht. Nimmt man den blauen Planeten, auf dem wir rotieren, quadriert seine Drehungen, um sie mit 2 zu multiplizieren. Ja. Oh Gott, zählt man sie zusammen, gibt man besser 8. Der kleine Weiße. Wo muss ich das eingeben? Oder gar nicht. Ja, zählt man sie zusammen, gibt man besser 8. Eine Weiße. Sollte ich kurz zusammenzählen? Dann mache ich das mal. Das jetzt mal aufschreiben. Alle Planeten. Nimm dann den blauen Planet, auf dem wir rotieren. Quadriere deine Drehungen, um sie mit 2 zu multiplizieren. 3, quartieren ist 3 mal ein Quadrat, das sind 3 mal 9, mal 2 sind 18. Plus 18. Erstelle das Produkt beider Zahlen und zähle 1000 dazu. Das heißt Produkt erstellen. Oh Gott, das sind diese Mathebegriffe. War Produkt nicht dann irgendwas teilen? Wenn ein Produkt versteht man ein Ergebnis einer Multiplikation. Achso, okay, sorry. Erstell das Produkt bei der Zahl, das habe ich gemacht und zähle 1000 dazu. Plus
1000, das wäre... Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oh, Leute, ich bin auch nicht so... Ich bin nicht der Beste in Mathe, ne? Hallo, Reklam... Gut, und was hat das Lösungsbuch dazu? Ja, was haben wir? Jedoch gibt es keinen kleinen Trick, denn der Mond ist kompaniert. Okay, aber er darf im Fall schon addieren, die Zahl, die Zahlen, die Stufe vorgibt. Und, okay, das habe ich nicht geschafft. Auf 37 bin auf 47. Ach, das habe ich auch gemacht. Beide Ergebnisse müssen mit 18 ergibt 666, 1066. Mittlerweile sollten Sie diese Antwort gründlicher studieren. Ja gut, oh nein, 16, ich hatte, was hatte ich? 1000, bin sehr weit weg. Schade, na gut, egal. Also, zwar versucht. Gut, okay, würde ich jetzt noch öfters probieren und so, dann hätte ich das vielleicht auch noch selber hinbekommen. Ich glaube, das hätte ich selber hinbekommen, jetzt noch mal machen müssen. Aber, ich sag's mal so, dann müsst ihr das privat spielen. Vielleicht mache ich das mal. Dann müsst ihr mal privat spielen und in Ruhe die Rätsel. Also, was heißt denn noch Ruhe? Ihr könnt es auch in Ruhe machen, aber mit Aufnahme und so, wenn ich jetzt hinter der Matte sitze, dann, nee. Dann mache ich das immer noch mal. Nicht jetzt gleich, aber irgendwann mal. Das Spiel fällt immer noch mal abgewahrt für mich durch. Und dann. Na. Gut. Da ist, wonach ich gesucht habe. Sehr schön. Nee, das ist Necronomicon. Kein Buch, aber Lupin hat eine Nachricht hinterlassen. Zweifellos die letzte. Geschätzter Mr. Holmes, genug der Rätsel. Wenn Sie dies lesen, habe ich meinen dritten Sieg errungen. Der nächste wird gewiss der gefährlichste. Etwas auf dieser Welt kann man mit Geld nicht kaufen. Dafür sind schon Millionen von Männern mit dem Schwert in der Hand und einem Lächeln auf den Lippen gestorben. Illustre Eroberer und mächtige Armeen haben vergeblich versucht zu erobern, was ich nun stehlen werde. Nur ein Mensch auf der Welt kann meinen Plan scheitern lassen. Und abgesehen von uns beiden ist diese Person vielleicht auch mein wertvollster Verbündeter. Ich ziehe ein Schlachtfeld, das ich schon Millionen Male studiert habe, das ich mir aber dennoch völlig unvertraut ist. Doch ich schweife ab. Nicht weit von ihnen entfernt gibt es einen Mann, der vor sich hinpfeift oder stummt. Fragen Sie ihn, wer ihm der liebste Mensch auf Erden ist. Er wird sich sträuben, Ihnen letztendlich jedoch ein Porträt zeigen. Bitte sehen Sie es sich gut an, denn schon bald wird dieses Gesicht für immer fort sein. Arsène Lupin. Was? Okay, nee, also das ist ein Rätsel, dass ich es so mache. Ich meine, bei Jack the Ripper können wir es nicht so machen, das Problem. Da müssen wir wirklich dann durch. Aber wenn es ein bisschen... Ich meine, ich habe es ja probiert, ne? Also... Verzeihung, ich würde gern etwas fragen, das ein bisschen, delikat ist. Alles, was Sie wollen, mein Lieber. Welcher Mensch bedeutet Ihnen am meisten? Sie sind der Einzige, der Großartigste. Hören Sie zu.
Ich habe einen Fall zu lösen. Wenn Sie nicht sofort mit mir zusammenarbeiten, werde ich Ihren Vorgesetzten mit aller Fantasie, die mir zur Verfügung steht, über Ihre unkooperative Haltung informieren. Haben wir uns verstanden? Gut. Was wollen Sie denn? Ich habe alles getan, um Ihnen zu helfen. Was soll diese Frage überhaupt? Mir wurde gesagt, Sie seien im Besitz eines Porträts, das Ihnen sehr viel bedeutet. Ach das! Die Arbeiter haben sich köstlich darüber amüsiert, als ich es ihnen zeigte. Aber auch ihnen bedeutet sie viel. Wie ist das möglich? Sie kennen sie? Welch eine Frage! Natürlich! Und sie auch! Was das betrifft, kann sie nur eine dieser Personen sein, die ihnen die Welt bedeutet. Nicht wahr? Woher soll ich das wissen? Sie sind doch Engländer, wie ich! Und ist nicht jeder Engländer glücklich und stolz, wenn er dieses noble Antlitz erblickt? Ah, Sie meinen Königin Victoria.